Standortwechsel nach Schwerin. Ein kleiner Straßenbahnbetrieb mit 21 Kilometern Streckenlänge auf 4 Linien. Anfang der 70er Jahre werden die Gotha- und Reko-Wagen vom Typ T3D nach und nach abgelöst. Die bulligen Großraumzüge stammen vom tschechischen Hersteller Tatra. Die Breite von 2,5 Metern macht einen Einsatz dieser Tatra-Züge nur im damaligen Karl-Marx-Stadt, Dresden und in Schwerin möglich. Über 30 Jahre lang bestimmen die großen Züge das Bild in der mecklenburgischen Stadt am Schweriner See. Die Nachwendezeit bringt den Schweriner T3D eine umfangreiche Modernisierung. 41 Trieb- und 20 Beiwagen werden für die folgenden Jahre fit gemacht. Doch die modernisierten T3D fahren nur noch 10 Jahre. Von 2001 bis 2003 werden 30 Niederflurgelenkstraßenbahnwagen in Betrieb genommen. Die neuen Züge vom Typ SN 2001 von Bombardier lösen die alten schnell ab. Anfang 2004 fährt der letzte Tatra-Zug planmäßig. Auch in Nordhausen sind G4-Gelenkwagen mit hängendem Mittelteil unterwegs gewesen. Die Nordhäuser Gelenkwagen waren zuvor in Erfurt unterwegs. Auch in Gotha, Leipzig und Potsdam rollten diese Züge. Wir sind im Straßenbahndepot in Nordhausen. Gotha-Wagen und ehemalige Stuttgarter GT4 warten auf Abstellgleisen. Seit Anfang 2012 sind GT4 nicht mehr im Einsatz. Die Fahrzeuge stammten aus Freiburg und Stuttgart. Im Jahr 2000 wird das 100-jährige Bestehen der Nordhäuser Straßenbahn groß gefeiert. Die Fahrzeugparade führt der Gotha-Wagen Nummer 40 an. Und so sehen die neuen aus. Combinus von Siemens haben den Betrieb ab 2010 Stück für Stück übernommen.
Der alte Triebwagen 23 schiebt eine Geburtstagstorte vor sich her. Der Museumswagen vom Typ Wismar stammt aus dem Baujahr 1934. Die Fahrgäste passen zum Baujahr. Auch ein G4-Gelenktriebwagen fährt mit. Der als Partywagen umgebaute Zug wurde 1965 vom VEB Gotha gebaut. Dahinter rollt ein GT4. Wir sind in Halberstadt, Ende der 70er Jahre. Unterwegs ist der Triebwagen 36, in Gotha nach Dover-Entwürfen 1954 gebaut. Ab 1957 folgt dann der sogenannte Gotha-Wagen, der in 7 verschiedenen Serien bis 1966 die Werkhallen verlässt. Heute sind in Halberstadt Leoliner unterwegs. An die Vorkriegszeit erinnert dieser Wagen aus dem Baujahr 1939. Zu den letzten Städten, in denen noch planmäßig Gotha-Wagen eingesetzt werden, gehört Jena. Bis 2003 sind sie in der Saalestadt noch unterwegs. Der Fahrgastraum praktisch, aber einfach. Auch Reko-Wagen sind in Jena bis 2003 gefahren. Doch bleiben wir bei den Neubauzügen aus Gotha. Der Triebwagen 102 ist heute in Istanbul unterwegs. Die Geräuschkulisse der alten Züge spricht für sich.
Ab 1995 kommen neue Niederflurbahnen nach Jena. Der Typ GT6N. Die den Altbestand ablösen.